Hier sehen Sie nun die Anleitung für eine mittelschwere Gurtpolsterung eines Stuhls mit Einlegerahmen. Dazu benötigen Sie ein breites Polstergurtband und einen Gurtspanner. Für einen sicheren Halt fixieren wir den Einlegerahmen zunächst mit Schraubzwingen. Die Abstände der Gurte markieren wir im Verhältnis zur Gurtbreite auf dem Einlegerahmen. Zur Stabilisierung der Gurtenden schlagen wir diese um ein fingerbreites Stück Pappe. Nun können wir dieses Ende festnageln. Am besten im stabilen 3-2-System. Mit dem Gurtspanner bringen wir nun das andere Ende des Gurtes auf Zug und können ihn dann festnageln. Das Gurtende wird anschließend wieder mit einem Pappstreifen stabilisiert. Nun fädeln wir die restlichen Gurte im Kreuzsystem ein und befestigen sie ebenfalls auf dem Rahmen. Als nächstes schneiden wir eine Lage Federleinen zu und lassen sie dabei den Rahmen 2 Finger breit überlappen. Nun bringen wir das Stück Leinen mit einem Tacker an. Anschließend noch die Enden sauber abschneiden, umschlagen und festtackern. Jetzt können wir das Gurtpolster auf den vorbereiteten Schaumstoff kleben. Vergessen Sie nicht, den Sprühkleber vor dem Fixieren gut ablüften zu lassen. Nun schneiden wir den Schaumstoff mit einem Teppichmesser schräg an der Holzkante ab. Dadurch ragt der Schaumstoff noch etwas über die Kante. Als nächstes befestigen wir die vorbereitete Polsterwatte mit Sprühkleber auf dem Schaumstoff. Das Ganze erst glatt streichen und dann abschneiden. Dabei sollte das Vlies etwas über die Kanten reichen. Nun kommen wir zu unserem gewünschten Polsterstoffbezug. Falls Sie einen Streifenstoff verwenden, empfiehlt es sich, zunächst die Mitte auf dem Polster zu markieren. Nun können wir den Stoff mit Plastiksteckern gerade ausrichten. Nach der vorläufigen Befestigung der Seiten können wir nun auch die Ecken mit dem Tacker fixieren. Dabei sollten wir immer wieder den geradlinigen Verlauf der Streifen kontrollieren. Zum Spannen des Stoffes ziehen wir zunächst die geraden Seiten stramm und tackern diese fest. Die Ecken können wir vorerst noch freilassen und entfernen dort nur die überflüssige Polsterwatte. Jetzt wird es etwas kniffliger. Zuerst ziehen wir die Ecke an einer Seite stramm und tackern sie fest. Den überflüssigen Stoff schneiden wir dann ab. Nun tackern wir die erste Ecke gut fest. Dann den restlichen Stoff in einer sauberen und geraden Falte stramm darüber ziehen und mit dem Tacker befestigen. Zum Schluss müssen wir nur noch den restlichen Stoff mit einem Teppichmesser sauber bis zur Kante abschneiden. Und fertig ist das neue Stuhlpolster. Herzlichen Glückwunsch!